ist Black und Gaso. Ja, und heute zeigen wir uns mal ein bisschen was von den Gargoyles. Genau, von den Gargoyles. Ja, kurz zur Einleitung von den Gargoyles, bevor wir zu den Figuren kommen. Ja, die Gargoyles. Eine TV-Serie von 1993 und lief sogar ziemlich lange, bis 97, wobei ich ganz ehrlich bin, ich kenne nicht alle Folgen. Also ich kenne die letzten Folgen, kenne ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich habe sie zum Beispiel nicht gesehen. Ich glaube, die gab es gar nicht in Deutsch, weil es gab eine DVD, beziehungsweise glaube ich Videokassette, da war nur die erste Staffel und die zweite gab es nur in Englisch. Folge kann sein, dass sie nicht im deutschen Fernsehen lief, weil ich kenne, die nicht übersetzt war. Okay, weil ich kenne halt im Prinzip nur das Xanatos nachher, die Red Fox oder wie sie hieß, geheiratet hat, ein Kind bekommen hat auf jeden Fall. Der Bruder von Goliath, den wir auch als Figur haben, der tauchte auf jeden Fall auf und ja, ein paar Bilder immer mehr aus der Vergangenheit und wie was gelaufen ist. Aber wie es nachher letztendlich ausging, weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Nee. Wenn ihr es wisst, ihr könnt es gerne uns schreiben, darüber würden wir uns freuen. Ja, weil genau, dann wissen wir immer das Ende. Genau, wie es ausgegangen ist. Oder wenn ihr vielleicht wisst, wo man die deutsche DVD oder so bekommt, das wäre natürlich auch geil. Weil das ist so eine, was ich wirklich ein Manko finde. Ich hätte gerne diese DVD, es gibt sie aber nur auf Englisch, das gibt es genau von Silverhawks, Cops und wie sie alle heißen. Es gibt diese ganzen coolen Sendungen, Serien, die wir gesehen haben in der Kindheit, in den 80ern, Anfang der 90ern. Aber das Problem ist, vieles gibt es nur auf Englisch und ich möchte sie gerne mal auf Deutsch haben. Leider bricht der Markt ja hier in Deutschland ein bisschen zusammen, was so Zeichentrick betrifft. Auch viele Marvel- oder DC-Sachen im Zeichentrickbereich machen die gar nicht mehr auf Deutsch, ist ein Problem. Das ist schade. Weil der Markt das hier nicht so hergibt. Ja, schade. Aber Gargoyles, ne, richtig coole Serie. Also ich bekomme immer bei den Vorspannen Gänsehaut, auf jeden Fall. Ja, das also ich geil. Ich finde es auch wirklich der Hammer. Vor allem finde ich, es ist eigentlich in meinen Augen nicht für Kinder gemacht. Von den Dialogen her und vor allem die Weiterentwicklung von den Charakteren, dass die heiraten, Kinder bekommen. Auch die Veränderung von Xanatos, der jetzt am Anfang böse, nachher gut ist oder dann wieder zwiegespalten. So. Ich finde diese ganze Entwicklung, finde ich irgendwie, das finde ich super. Ja. Also das gefällt mir richtig gut. Ja, was man sagen kann, man sieht es jetzt, wenn man das mal in diesem Comic hier annimmt, ihr seht, dass hier Disney abgebildet ist. Mhm. Ja, und zwar, die Filme wurden im Prinzip von Walt Disney Company, also diese wurden irgendwie mitproduziert, haben die dabei gehabt, und die Figuren sind von Kenner. Mhm. Also letztendlich sind es dann eine der letzten Figuren, die Kenner, denke ich mal, produziert hat. Okay. Weil war ja irgendwie, wie gesagt, die Figuren und die Filme 97 war dann Schluss. Und ich weiß nicht, wann Kenner aufgehört zu produzieren. Ich glaube 97, 98. Ich weiß nur, dass bei den Star-Wars-Figuren es auf jeden Fall so war, dass dann dafür... Ja, glaube ich, die letzten zwei Jahre lief es noch unter Kenner, war aber dann schon Bandai, ne? Nee, nicht Bandai. Nicht? Nee. Ich bin mir aber jetzt auch unsicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass Kenner nicht mehr da produziert hatte. Auf jeden Fall war das da nicht mehr. Nee, also, ich weiß nicht, ob das einen der 99 war noch Kenner, aber dann noch schon untereinander Namen irgendwie. Ja, das kann gut sein. Ja, was wir hier haben. Hier zum Beispiel der Comic selber vom Black hier, der ist von 1996. Richtig. Kann man so halten, ob man das da oben sehen kann. Zwar von 96, aber es ist zum Beispiel die allererste Geschichte, wie die Entstehung ist. Genau. Wo diese, wie am Anfang sieht man ja hier, das ist dann praktisch diese Szene, die dann noch im Mittelalter spielt und wo dann halt die Gargoyles auftauchen. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte von dem Ganzen, genau. Genau. Und wie auch dann halt die Gargoyles mit den Menschen verbündet sind und ja, die komplette Geschichte dazu auf jeden Fall, ja. Und nachher spielt es ja im Prinzip in unserer Zeit, genau, in den 90er Jahren. Mit der Burg auf dem Hochhaus, nicht zu vergessen. Genau, die Xanatos da hingesetzt hat, damit die Gargoyles sich entfalten, weil er hat dieses alte Buch, die wurden ja verzaubert, die Gargoyles, dass sie normalerweise, ist so von der Geschichte, dass wenn es, dass sie sich am Tag regenerieren als Steinform und nachts dann zum Leben erweckt werden, deswegen diese Gargoyles aus Stein. Aber in dieser Magier hat die verzaubert und somit wurden die also über 1000 Jahre oder 2000 Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich war mal in Paris, ich saß von Notre Dame und ich habe bis Mitternacht gewartet, aber die Gargoyles wurden einfach nicht wach, verdammt. Okay, so viel dazu. Also wisst ihr, was wir für Nerds sind, dass man so lange wartet, bis Steinfiguren zum Leben erwecken. Ja, Xanatos, dann zeigen wir einmal ganz kurz hier. Haben mich als original verpackte Figur. Schön hier mit diesem Gargoyle-Logo hier oben.
Xanatos selber einer ja, der Hauptakteure, der Hauptcharakter, der am Anfang böse ist, ein ja, Millionär, der im Prinzip sich davon verhofft hat, ja, diese richtig. Figuren zum Leben zu erwecken und ich weiß gar nicht, ob er deren Hilfe, ob er die haben will. Das kriege ich gar nicht mehr so genau hin. Da will ich auch jetzt nichts Falsches mehr sagen. Auf jeden Fall kämpft er unter anderem nachher auch gegen Goliath und dessen Freunde. Und hier, er hat natürlich als Mensch keine Chance. Also, was baut er sich? Natürlich so eine Rüstung, wo er reinpasst. Hier sehr schön mit der Original verpackt. In der Originalverpackung hier diese Triebwerke und diese Schwingen. Ich finde ihn cool, auf jeden Fall. Ja, dieses Gesicht so als Bösewicht. Ja, also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Drehen wir mal um. Das ist jetzt eine Figur von 1995. Auf der Rückseite kann man hier oben sehr schön sehen, was es dann noch in der Serie, was es dann noch für Figuren gab. Also die Serie stammt von 93, die Fernsehserie und die Zeichen und die Figuren dementsprechend ein paar, ja, ich würde nicht sagen Jahre später, aber je nachdem, was man für eine Line halt erwischt hat. Zeigen wir einmal hier hinten die Rückseite. Hier ist Goliath und noch in einer anderen Version hier noch Lexington und Brooklyn. Ja, die hat man halt so, ja. Hat man halt so genannt. Ja, und diese hier, Broadway, die finde ich ja ziemlich cool. Ja, hier unten die Demona. Ja. Finde ich auch ein sehr cooles Modell. Da habe ich leider noch ein Modell von. Da fehlen leider die Flügel. Gab es mal auf dem Flohmarkt. Leider total kaputt gespielt. Aber da ist ja mal komplett in Original, kann man sie mal sehen. Ja, sehr schön zu sehen. Hier auch Xanatos dann, wie er aussieht, wenn er ausgepackt ist in seiner Kampfuniform. Ja, und hier dieser Roboter, den zeigen wir euch gleich, wie der mal ausgepackt ist. Hier einmal die Version, wenn man die Flügel und so ran, wenn man ihn verwandeln will. Also wirklich ja, eine sehr schöne Figur. Ja, Kenner, genau, da mit dem alten Kenner-Logo auf jeden Fall. Sehr schöne Figur. Hier habe ich noch mal im Comic, sehe ich gerade, hier habt ihr mal Xanatos, wie er halt in der Zeichentrickserie aussieht, beziehungsweise auch hier im Comic, damit man so einen Vergleich... Hat lange Haare zum Zopf, ich weiß gar nicht, hat er das eigentlich hier aber der Figur... Ach doch, hat er auch, also da hinten, ja, kann man hier, ist schwer zu erkennen, ja, da sieht man, ja, kann man... Ein bisschen schwierig, weil es spiegelt halt, weil es das Originalverpackung ist. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine ausgepackte Figur und zwar handelt es hier um diesen Roboter, die Xanatos gebaut hat, um Goliath und seine Leute zu bekämpfen. Hier mit einer Phaserkanone, einer ziemlich heftigen Phaserkanone. Ja. Laserkanone finde ich aber sehr schön. Ich habe dieses Modell auf jeden Fall sehr gemocht. Ich fand dieses, ja, dieses metallische fand ich ganz cool. Das Gargoyle abgebildet. Ja, da haben wir sie. Ja, der Black hat gerade ein bisschen geblättert und direkt einmal. Da haben wir ihn nochmal. Mit. Xanatos. Ja. Und hier Xanatos, da sind sie, ganz viele von diesen Robotern auf jeden Fall, seine Armee, die er befehligt, die am Anfang der Serie sehr gut sind und nachher, naja, abgeschwächt werden, weil sie doch ziemlich schnell besiegt werden. Ja, man kann dieses Modell, konnte man hier die Schwingen ein bisschen bewegen, auf der Seite nicht, weil hier hat man, ja, genau, die Funktion, weil diese Dinger, wie gesagt, sehr schnell sind Roboter und werden sehr schnell kaputt gemacht. Wenn man hier auf diesen Knopf drückt, kann man nicht diese Sprengladung betätigen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder ob es der Vorführeffekt ist. Ja, es funktioniert. Und der Unterkörper bleibt stehen. Hier noch ein Stück vom Torso. Hier noch ein Stück vom Torso. Aber die Sprengkraft ist gewaltig. Ne? Und der Kopf. Der zerstörte Gargoyle. Dieser Roboter halt, ja. Kommen wir zu einer anderen Figur. Und zwar... Ich glaube, von dieser, ja, das ist eine der letzten Serien. Er kommt auf jeden Fall einige Male vor. Coldstone, das ist der Bruder Goliaths, hat diese Zerstörung. Die Goliaths wurden auf jeden Fall, viele wurden zerstört. Er hat es überlebt. Allerdings musste er irgendwie seinen rechten Arm, wie man es hier sieht, einbüßen. Und auch, ja, der Kopf ist auch nicht mehr ganz so gesund. Also da fehlt ein Hörnchen. Hat also eine Metallplatte im Kopf und wurde kommt auch... Kommt mir bekannt vor. Ja, das ist dann irgendwie wie eine Metallplatte im Kopf, Robocop. mit dem Waffenarm und so. Ne? Mit dem Waffenarm, das ist dann aber Trapjaw von den Turtles. Metallkopf, ja, da. Meistens haben die immer irgendwelche Unfälle und werden danach irgendwie ein bisschen besser. Ne? Ja, und genau, und er wird dann irgendwie böse. Man sieht es mal hier auf der Brust, kann man sehen, da ist sein normaler Kopf und der hat so einen Drehmechanismus drin, wo sich Bilder verändern können.
Coldstorm hat der Bruder von Goliath und wird halt irgendwie umprogrammiert und kämpft auf der Seite, kämpft gegen Goliath, dann mal wieder für Goliath und ja gut, dieses Hin und Her. Und die Figur ist von 96, kann man es hier sehen, hier oben, mhm. 96, ja, genau, auch natürlich von Kenner wieder oben. Und hier sind die Figuren, ja, in dieser Serie alle so ein bisschen... Ja, so transparent, aber auch ein bisschen farbenfroher, ne? Ja, und ein bisschen, so ein bisschen Roboter-Style, ja, weil hier richtig. Ist zum Beispiel in der nächsten Reihe, wenn man es sehen kann, kann man auch Coldstone sehen, so, mhm. Er ist ja so eine Art, ja, Roboter, Gargoyle, mit ein paar richtig. Erinnerungen dran, auch hier Lexington und wie sie heißt, auch Goliath, in einer anderen Version als Roboter gehalten, auch hier unten. Deswegen, die Figuren kenne ich alle nicht, ob die nee. In der weiteren, am Ende in der Fernseher vorkommen, ich weiß nicht, weil warum sollte es sonst Figuren geben eventuell, weil wie gesagt, Coldstone gibt es auf jeden Fall und der kam auch schon in der Anfangsserie in einigen Teilen vor, ja. Denke ich mal, dass da auch noch ein paar kommen, vielleicht noch andere Figuren, die hier jetzt abgebildet sind, wie dieser komische fliegende Minotaurus, ja. Vielleicht kommen die ja wirklich vor, ich weiß es nicht. Hier an der Seite sieht man auf jeden Fall, was man machen kann hier, wie die Schwingen aussehen und diese Klauen hier oben. Also sieht ziemlich cool aus. Also mir gefällt die Figur, wie ich habe es leider nur original verpackt. Cooles Spielzeug. Ja, auf jeden Fall. Also zum Spielen waren die genial. Auch wirklich die gewohnte Kennerqualität. Diese Prägung auch von den Gesichtern hier und so. Also ich finde die Details dabei. Also ich finde es richtig super. Auch wenn man die Figuren dann mit den Schwingen sieht. Aber man kann da wirklich, man kann da auch nicht mitspielen. Sagen wir es mal so. Ich habe leider nur die beiden original verpackten Figuren und diesen zerstörten Roboter im Comic, aber wir werden da auf jeden Fall nochmal bestimmt was organisieren. Ja, wenn wir wieder was zu vortragen haben, dann zeigen wir euch hier. Ich denke mal, ich werde mir wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen umgucken nach den Gargoyles. Ja, aber der Black ist da auch ein sehr großer Fan von. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ja, bis demnächst. Tschüss.